Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Spieleprogrammierungsserie. Im letzten Part haben wir dieses Feld hinzugefügt. Da kann man was reinschreiben. Und das bitte noch gern. Wie man sieht, vielleicht hier unten bei den Testausgaben. Ich habe jetzt neue Namen für die Ausgaben verwendet. Und es wird auch richtig angezeigt. Das liegt daran, da wir, habe ich sie irgendwo noch drinnen, hier zum Beispiel im Menüscreen das Audio neu definieren. Das ist unnötig, wenn wir vom Gamescreen zurück in den Menüscreen gehen oder vom Optionscreen zurück in den Menüscreen gehen, wird das Show neu aufgerufen. Und da das Show jedes Mal neu aufgerufen wird, tun wir das auch neu ausführen. Und das ist natürlich nicht gut, weil dann wird es wieder zurückgesetzt. Deswegen löschen wir das jetzt mal weg, weil das brauchen wir nicht, da wir ja in der Main das Audio schon erstellen. Gut. Im Gamescreen können wir es auch weglassen. Weil auch wenn dann im Menüscreen steht, dass da eine neue Welt richtig ist, und hier beim Game wird auch steht, dass eine neue Welt richtig ist, ist er nicht, weil hier wird er zugewiesen, hier kommt die Testausgabe, aber hier unten, bei der Konstruktor wird zuerst aufgerufen, danach die Show-Methode, und da die Show-Methode das Audio auch wieder neu initialisiert, wird das hier wieder ungültig. Das heißt, wir müssen das Audio auch weglöschen, und wenn wir dann das Spiel starten, und sagen wir mal hier schreiben jetzt 20, um einen deutlichen Unterschied zu merken. Ich will starten, jetzt mal uns aufeinander zubewegen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber bei mir ist es wesentlich leiser geworden, die Effekte, die man jetzt hier hört. Und jetzt Game Player einsetzen. So, gut, das funktioniert schon mal. Und jetzt würde ich gerne das so machen, dass wenn man das eingegeben hat, auch gespeichert wird. Wenn man jetzt auf Optionen klickt, steht hier Lautstärke 100. Und wenn man da schon hinschreibt 30, und dann nochmal drauf, und dann auf Start, zurück, Optionen. Oh, gut, bleibt 30. Aber ich würde gerne, wenn man das Spiel dann neu startet, dass dann hier 30 stehen bleibt. Also sozusagen Speicherstand. Dafür gehen wir in unseren Ordner und erstellen uns einen neuen Ordner, den nennen wir Saves zum Beispiel. Den könnt ihr nennen, wie ihr wollt, Config oder was weiß ich. Und dann machen wir so ein Textdokument. Das nenne ich jetzt einfach mal Optionen.json. Ja, es soll dann hier Typ JSON-File stehen. Wenn das nicht da steht, dann probiert einmal das, schreibt, macht es so, macht ein Ding auf, Datei, speichern unter, gibt dann den Pfad an, schreibt hier Optionen.json und macht hier alle Dateien und speichert es dann ab. Dann sollte es ähnlich sein wie das. Bei mir habe ich nur hier diese Schriftrolle, das Symbol, da ich Visual Studio für C-Sharp installiert habe und deswegen bekomme ich hier die Möglichkeit, dass ich es mit Visual Studio öffnen möchte, aber öffne ich mit Notepad oder hier drinnen mit dem Viewer, aber ich finde Notepad schöner. Und das können wir schließen und jetzt haben wir alle geschlossen und jetzt haben wir unsere JSON. Falls ich noch nicht erklärt habe, wie JSON funktioniert, JSON ist eine Variante, Daten klein abzuspeichern. JSON ist auch eine gute Variante, da es relativ übersichtlich ist. Es gibt auch noch die Variante XML. Nur ich benutze einfach JSON, weil die Skin-Datei ist JSON. Und dann will ich das auch gleich JSON machen und ja,
Ich mache es einfach so, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einfach ein ganz normales Textfile nehmen, was ihr ausliest. Und ja, ihr nehmt auch eine Textdatei und schreibt da alles rein und dann nehmt den File-Reader und liest es daraus und macht es so. Ich mache es so, weil ich es einfach so schöner finde. Gut. So. Also. Wir beginnen jetzt mal. So. Fertig. Das ist das Grundgerüst, wenn man eine einfache JSON-Datei hat. Falls ihr euch die Skin-JSON anschaut, die hat hier noch jetzt sowas, dann einen Namen, dann sowas, dann einen Namen, dann nochmal sowas, und dann den Namen des Attributes, den Pfad. Das ist kompliziertes JSON, das müsst ihr sich unbedingt verstehen, nur halt grob, was bedeutet hier. Und hier, das ist einfaches JSON, es gibt mehrere Varianten von JSON. Und hoppala, es gibt eine Seite, die heißt, die mache ich schnell auf. Wo war die? So hier. JSON Lint heißt die Seite. Da könnt ihr euren JSON-Code reinkopieren und der wird auf syntaktische Fehler überprüft. Also wenn wir zum Beispiel so machen und so, irgendwie sowas machen, das wäre zum Beispiel falsch. Reinkopieren, validate. Und dann kommt auch schon der Fehler, dass hier bla, hier expecting string, got bla bla. Also hier fehlt was. Dann meint er, hier in dieser Zeile ist das falsch. Weil ein String wird erwartet, wie das Attribut heißt. In diesem Falle hier expecting string, also ein String wird erwartet. Das heißt, wir geben es in den String. Zum Beispiel das Spiel, wir haben eine Lautstärke, deswegen schreiben wir Lautstärke. So, dann ein Doppelpunkt. Und dann können wir jetzt sagen, ob es ein Bool ist, ob es ein Int ist, ob es Float ist, blablabla. Das definieren wir gleich hier. Bei uns ist ein Int-Wert, deswegen sagen wir 100 und fertig. Wenn wir das jetzt zum Beispiel rein kopieren würden hier, valid JSON, funktioniert, ist richtig. So zum Beispiel wäre es wieder falsch. Hier, blablabla, expecting EOF, got undefined, da muss man sich einfach überlegen, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ah, das ist falsch, stimmt's jetzt? Ah, es stimmt, fertig. Also du kannst dann auch so entschlüsselt werden von dem JSON-Reader von Eclipse. Gut, sagen wir mal, das lassen wir jetzt einfach so easy. Hier aktualisieren wir mal kurz mal mit der 5, damit die Ordner und die JSON erscheint. Jetzt haben wir hier die JSON. Das mache ich inzwischen zu. So. Jetzt brauchen wir eine Möglichkeit, dass wir aus der JSON-Datei auslesen. Wie gesagt, man kann auch aus einer JSON-Datei ganz einfach mit einem Reader auslesen. Oder man... Entschuldigung, ich puste mir die Nase ab und zu. Oder man nimmt den von libgdx schon fertig geschriebenen JSON-Reader. Dafür gehen wir mal in unser Main hinein, erstellen eine neue Datei. Übrigens, ich habe das jetzt hier alles in ein Package geklatscht. Später dann bei dem nächsten Projekt, was wir machen, werden wir das schön mit verschiedenen Packages machen. Schön benennen, alles richtig schön, sauber alles. Das ist jetzt einfach nur noch ein Testbeispiel, wo ich euch alles reinhaue, was man für so ein Spiel brauchen könnte. Gut. Neue Klasse. Und das nennen wir Config Reader. Einfach mal die einfache Bezeichnung. Und jetzt haben wir unsere Public Class Config Reader. Jetzt brauchen wir einen JSON Reader. Das ist ziemlich einfach. Ich habe einen Private JSON und Reader können wir das zum Beispiel nennen. Jetzt sagt ihr hier, bup, das gibt's gar nicht. Und dann kommt auch schon hier Import JSON Combat Logic GDX Utils. Den wollen wir haben. Jetzt können wir uns eine statische Klasse machen. Wollen wir es faul machen oder wollen wir es gut machen? Wir machen es faul. Dann void load option. Und wir machen sogar noch was Cooleres, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das funktioniert. Ich nenne das jetzt Option Sample.
Ihr braucht immer, wenn ihr das machen wollt. Also jetzt stimmt's. So, wieder kurz Cut. Da waren wir da. So, also, wieso brauchen wir diesen Option Sample, diese Klasse? Das liegt daran, da in der, hier in der JSON-Datei haben wir einmal Lautstärke. Und wir wollen darauf zugreifen. Das heißt, wir brauchen eine Variable, die genauso heißt wie Lautstärke. In diesem Sinne machen wir uns hier eine Variable, die heißt int Lautstärke. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man das auch kopieren und hier einfügen. Aber ist in diesem Sinne easy. So. Jetzt möchte ich, dass wir hier nicht void zurückbekommen, sondern option sample. Das müssen wir übrigens noch public machen. Public. So. Jetzt haben wir hier einen Fehler, bla bla, wir brauchen ein return statement. Das heißt, wir schreiben, sagen hier option sample os ist gleich new. Ist einfach nur option sample. So. Jetzt müssen wir diese Klasse mit dem Inhalt von der JSON-Datei füllen. Das heißt, erstmal schreiben wir Reader gleich. Nein. Reader bitte. Schreiben wir JReader, damit er das kennt. JReader ist gleich new JSON. Wieso geht das nicht? Achso, ja. Static. So. Dann sagen wir, Option Sample ist gleich JReader. JReader. Punkt. From JSON. Und jetzt möchte den Typ haben. Der Typ ist Option Sample, also die Klasse. Punkt. Class. Damit er weiß, okay, die Klasse beinhaltet diese Sachen, darin füge ich es ein und jetzt eine Datei. Und hier ist es wichtig, es gibt zwei Arten von, oder drei Arten, wie man das einlesen kann. Die zwei wichtigsten zeige ich euch, nämlich diesen von libgdx selber. Hier gibt es gdx.files.internal und dann gibt es gdx.files.local. Der Unterschied ist, internal wird aufgerufen, wenn das Programm geladen wird. Das Programm wird geladen und dann ist internal im Code schon drinnen. Das heißt, wenn du was änderst in dieser Datei, musst du das komplett neu lesen. Oder du nimmst local. Local greift immer sofort auf die Datei, die gerade auf der Festplatte liegt, zu. Das heißt, du hast die drinnen, änderst zum Beispiel 100 auf 10 und dann, wenn du mit local drauf zugreifst, ist die geändert. Mit internal muss das Programm neu starten, weil internal lädt sich ins Programm rein, also lädt sich intern ins Programm rein und das war's dann. Detail ist erst wieder geändert, wenn du dir das Programm neu startest, bei local, wie gesagt, immer aktuell mit der Datei, die gerade da liegt. Also wenn du sie dann rauslöscht, kann sein, dass das Programm sogar abstürzt. Wir nehmen dann logischerweise local. Und jetzt verweisen wir auf unsere Datei, einmal saves und dann da drin ist die option.json. Option.json. .toString. So. Nein, das ist ein String, ist wurscht. Man kann auch .read dran schreiben, aber das ist auch wurscht, weil der liest es von selbst zu. Jetzt ist in option sample das drin, was in der JSON-Datei drin ist. Jetzt können wir return option sample machen. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, weil entweder kann man das so lassen, oder man muss es in eine eigene Datei auslegen, damit es eine public class ist. Aber das können wir gleich mal nachschauen. Jetzt möchte ich hier im Option Screen das Volume haben. Unser configReader.loadOption.lautstärke. Ob das jetzt geht, weiß ich nicht. Wir können es probieren. Ich schreibe jetzt hier 30 rein. Starte das Programm, gehe auf Optionen und es startet ab.
Ups, es wurden nicht gefunden. Optionen. Ups, ich habe es Optionen genannt. Das ist ein Problem. Optionen. So. Optionen 100. Oh. Ich weiß, wo das Problem liegt. Wir müssen hier im Main-Teil ad.z-volume. So. Hops. Es müsste theoretisch funktionieren. Drin steht 30 Optionen 100. Okay. Das wundert mich jetzt. Oder geht das so? Main. Es könnte auch sein, dass wir das da reinpacken müssen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, wo wir das hin tun müssen. Eigentlich. Oh. Wir sollten vielleicht auch sagen, dass das hier ein Float sein soll. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber. Optionen, es ist automatisch 100. Wenn wir es da rauslesen, sysout option sample. Also Option Sample Punkt Lautstärke. Ich würde jetzt gerne einmal wissen, wie das damit aussieht. Da kommt 100 raus. Wenn man Optionen 100. Wissen, was da rauskommt. Aber wieso wird. Achso, ja. Es wird gerade nirgendwo geladen. Ich lade einfach mal in da. Hier. Es wird 100 geladen? Das stimmt gerade nicht ganz. Lautstärke ist gleich 100. Das stimmt gerade nicht ganz. Ich möchte mal schauen, wenn es nicht statisch ist. Config Reader CR ist auf New Config Reader CR.Load Options. Mich wundert es, wieso er mir hier 100 anzeigt. Ich sage hier 30. Oh. Ich habe vergessen, sie zu aktualisieren. Aber das ist keine Entschuldigung, wieso er mir das jetzt hier falsch anzeigt. probieren wir einfach einmal. Ich gönne mir das hier. Bei der Audio das hier
Wenn Audio geladen wird, sage ich G-Volume ist gleich CR. Punkt. Options. Punkt. Lautstärke. Dann müsste ich theoretisch ja die richtige Wert haben hier. Ist das da? Ist das Sound richtig? Da muss ich kurz den Vergleich zu 100 hören, weil das klingt gerade etwas leise. Aktualisieren, nachschauen. Nein, an der Lautstärke ändert sich nichts. Ich schaue kurz nach, woran das liegt und dann bin ich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der Fehler war relativ einfach. Ich habe einfach nur vergessen, hier durch 100 zu schreiben. Dadurch wird auch jetzt hier der richtige Wert angezeigt, die 30. Und im Spiel wird dann noch die richtige Lautstärke angezeigt. Gut. Jetzt haben wir aber, wir können jetzt hier 30, aber wenn ich jetzt hier hinschreibe 80 zum Beispiel, dann wird es hier richtig geändert auf den neuen Wert. Problem ist, wenn ich jetzt auf die Optionen gehe, steht da, aber wenn ich es neu starte, steht wieder 30. Und das wollen wir nicht. Erstens wollen wir, dass das Spiel mit 50% Lautstärke startet, nicht mit 100%, sonst blasen wir allen lieben Spielern die Ohren weg. Bei unserem Spiel nicht, aber das sollten alle anderen Spielehersteller beachten vielleicht. Und ja, so. Jetzt wollen wir es speichern. Wir nehmen unseren Config Reader, sagen hier public void save option. Und jetzt wollen wir natürlich, hier brauchen wir noch ein Option Sample. Option Sample. Und natürlich ist relativ einfach. Wir tun unseren JReader, unseren JManager. Unser JManager wird wieder neu initialisiert. Und jetzt sagen wir JManager manager.zOutputType. Das soll einmal also der Output-Type ist JSON, weil man kann auch JavaScript oder Minimal. Der wird ziemlich viel weggelassen, wird alles in eine Zeile geklatscht dadurch. Wir wollen JSON haben und dann JManager. Jetzt müssen wir die Datei angeben. Also gdx.files. Internal. Das sagen wir jetzt die Datei, also saves Option JSON Punkt Punkt muss ich kurz schauen, wo das local Punkt ja, right string, genau. Also müssen wir die Datei hier angeben. Save slash optionen.json. Dann den String, den wir schreiben wollen. Das ist einmal der Option Sample. Nein, das ist wir sind durcheinander. JManager.toJSON, das Objekt Option Sample und es soll nicht hinzugefügt werden. Also Append hinzufügen, nein, es soll überschrieben werden. Hier möchte ich auf die Local-Datei zugreifen und jetzt sollte alles funktionieren. Sobald im Option-Screen der neue Wert hinzugefügt wurde, also nachdem es erfolgreich geändert wurde, so sagen wir
Configreader. New. Configreader. Mittlerweile ist es nicht mehr der Configreader, aber ist wurscht. Save Options. Beziehungsweise cr.loadoptions.lautstärke ist gleich ad.getVolume. Und dann möchte ich hier sagen, wir machen anders, wir schreiben Options, wir holen uns ein Option Sample. Option Sample. OS.lautstärke ist gleich ad.getVolume. Und dann speichern wir hier OS. Ups. Configreader CR ist gleich. So, jetzt wird es gespeichert. Und im Idealfall funktioniert es jetzt. Die Optionen. Sagen wir hier 50. Das Programm läuft noch. Das ist mal ein guter. Ist gut. Mit den Nullen. 0,005. Irgendwann wird einen durch 100 zu viel. Das liegt daran, da wir hier nur den Dingwert, den 0,5 Wert abspeichern. Wir müssen den mal 100er Wert abspeichern. Optionen. Jetzt haben wir natürlich 0,00 hier stehen. Wir wollen 80. Nur 80. Genau. Exit. Nochmal öffnen. Optionen. 80. Yes. 10. Enter. Start. Optionen 10 steht da. Exit. Neu starten. Optionen 10 steht da. Perfekt. Jetzt möchte ich noch kurz etwas nachschauen, weil das war mal bei mir ein Fehler. Ja, bei Local, ich speichere das automatisch unter Desktop hier ab in dem Ordner. Das müssen wir noch ändern, nämlich, dass wir einen Ordner zurückgehen, einen Ordner reingehen und dann Assets. Ich weiß nicht, wieso er das macht, aber zurück, Core, Assets. Das ist beim Saven komisch, aber jetzt müssen wir auf die richtige Datei zugreifen. Optionen 50, 10. Ja, jetzt greift er auch auf die richtige Datei zu. Jetzt sind wir hier, sagen wir, schauen wir jetzt hier rein. 80. Schauen wir da rein. Nein! Fuck. Schon Editor öffnen. Hier steht jetzt 80. Und ihr seht, es wurde so zusammengedrückt. Das ist von dem Reader einfach so. Es gibt aber, ich glaube, Pretty Print oder wie das heißt. Das muss man mit angeben. Punkt JSON oder gibt es hier irgendwo? Punkt. Pretty Print Option Sample. War das so? Ja, ich bin mir gar nicht sicher, man kann es ja testen. 20 Exit Nachschauen Reloaded, yes. Gut, dann war es doch nicht so. Und Pretty Print, was kann man das angeben? Den String von der JSON-Datei. Egal. Ich mache das, was man machen will. Wenn man mehr hat, dann kann man sich mal darüber informieren. Aber ich finde jetzt für so eine Sache ist jetzt nicht wirklich notwendig. Ja. Gut, das war jetzt der zweite Teil zu Optionen. Im nächsten Part werden wir uns wahrscheinlich noch mit ein oder zwei UI-Elementen befassen. Und dann werden wir uns schon mit einem neuen Spiel probieren. Das wird ein kleiner Space-Shooter mit Gegnern und individuelle Anpassung des Raumschiffes und so ganz viele kleine Sachen.
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung nach oben, eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Teil.